Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir versuchen hier eigentlich das ganze Wochenende mit Code die Welt zu verbessern. Mit Code die Welt verbessern, was heißt das eigentlich? Naja, man kann jetzt sagen, Welt besser machen. Okay, Welt besser machen ist vielleicht ein bisschen großer Begriff. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was heißt denn konkret Welt besser machen und vor allem, wie kann man das machen? Wir reden hier ganz viel von freier Software. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ein anderer wichtiger Punkt sind eben offene Daten. Offene Daten, was ist das eigentlich? Auch bekannt als Open Data. Open Data kann vieles sein. Open Data kann ein eingescanntes PDF-Dokument sein. Open Data kann das hier sein. Das sind jetzt die Naturschutzgebiete in Wuppertal. Es ist alles offen. Ist ein maschinenlesbares Format. Also genau das, was wir schon gestern bei der Präsentation gehört haben. Richtig toll. Naja, oder vielleicht irgendwie doch nicht. Das Problem daran ist nämlich eigentlich, dass wir ja mit diesen Daten gar nicht so viel machen können. Damit Daten wirklich zugänglich werden, damit wir wirklich Transparenz bekommen, reicht es nicht, eine lange Liste zu haben. Es ist schon ganz nett, wie die dann wirklich irgendwie lesbar sind, aber eigentlich wollen wir ja irgendwie sowas haben. Wir wollen irgendwie sehen können, was in den Daten drin steckt. Das hier zum Beispiel, das ist von San Francisco. Und die hatten mal das Problem, dass ihre Abflüsse quasi in den Straßen immer verstopfen. Und dann dachten die sich so, hey, wir machen mal eine Karte, wo wir eben genau die Punkte zeigen können, die problematisch sind. Dann können Menschen hingehen, können sagen, ich adoptiere quasi diesen Straßenabfluss und reinige den und kümmere mich darum. Und so entstand eben das Projekt Adopt a Drain in San Francisco. Und das ist so eine Sache, die kann man mit offenen Daten tun. Was hat es mit offenen Daten zu tun? Naja, man muss eben die Daten erstmal haben. Man muss wissen, wo sind denn diese Abflüsse? Man muss die irgendwie auf einer Karte verorten können. Und dann muss man natürlich auch noch den Zustand kennen. Das ist also eine Sache, die man mit offenen Daten machen kann. Genauso wie das hier. Vielleicht kennen das ein paar von euch. Das ist das Projekt wheelmap.org. Und da werden eben Wege eingezeichnet oder Einrichtungen, die total gut für RollstuhlfahrerInnen sind. Aber eben auch für andere Menschen, die vielleicht mit einem Kinderwagen unterwegs sind oder so. Auch das, offene Daten. Man muss wissen, wo sind denn die Wege? Man muss wissen, was sind denn da für Gegebenheiten? Wo sind denn welche Einrichtungen? Und außerdem, wir reden hier total viel über Umwelt. Mit Code die Umwelt verbessern ist das Jahresmotto. Das geht eigentlich ganz leicht, indem man nämlich sagt, hey, Wasser in Plastikflaschen ist schön, Wasser ohne Plastikflaschen ist noch schöner und Wasser direkt aus dem Leitungshahn ist doch auch eine ganz nette Sache. Wie gut ist eigentlich das Wasser? Das haben sich Menschen von dem Projekt Code for Germany auch mal überlegt und haben sich einfach mal diese langen Tabellen, die es so im Internet zu finden gibt, mit den ganzen Nährstoffen, was steckt da drin? Wie gut ist eigentlich mein Wasser, was hier aus der Leitung kommt? Das haben sie mal schön gemacht. Das hier ist jetzt das Projekt, ich glaube, das ist in Heilbronn entstanden. Das ist jetzt die Version aus Leipzig für Mitteldeutschland, also das Versorgungsgebiet der Mideva, gibt es aber auch noch für andere Regionen, zum Beispiel für Berlin. Und da kann man eben ganz genau sehen, hier auf dieser Flasche dann drauf, wie ist denn der Nährstoffgehalt in meinem Leitungswasser so? Naja, und dann manchmal, ganz simpel, ich hoffe, ihr hattet noch nicht allzu viel damit zu tun, aber manchmal, da muss man auch richtig dämliche Dinge erledigen. Zum Beispiel Papierkram, dann geht man zu irgend so einem Amt und dann sitzen da Menschen, machen vielleicht gerade Kaffeepause oder auch nicht, oder es sind einfach noch 50 oder 50.000 oder 500.000 andere Menschen da. Und vielleicht ist es irgendwie ganz praktisch zu wissen, wann ist denn die beste Zeit, um zu meinem Bürgeramt zu gehen? Das hier ist ein Projekt von Thomas Tursix, der kommt aus Berlin, macht da total viele Sachen mit offenen Daten. Und das ist eben eine davon, nämlich in Moers. Moers ist eine kleine Stadt in NRW, die total viele offene Datensätze hat. Und dann kann man eben sowas daraus machen. Dann kann man sich genau anzeigen lassen, wie viele Menschen warten gerade, wie lange ist so die durchschnittliche Wartezeit, wann sollte ich am klügsten hingehen. Wir brauchen also Daten. Und damit meine ich jetzt ganz spezifisch solche Daten. Also Daten, die sich auf Umwelt beziehen, Öffnungszeiten, dann Haustiere. Wie ist es eigentlich so mit Recht? Was sind unsere ganzen Gesetze? Dass man das irgendwie alles mal öffentlich hat und das nennen wir dann offene Daten. Natürlich gibt es auch für offene Daten eine offene Definition und die sieht so aus. Offene Daten sind Daten, die von jedermann frei benutzt, weiterverwendet und geteilt werden können. Die einzige Einschränkung betrifft die Verpflichtung zur Nennung des Urhebers.
Das steht, wie gesagt, ist auch an sich offen im opendatahandbook.org drin. Da stehen auch noch ganz viele andere Sachen. Wer sich also dafür interessiert, da gerne mal reinschauen. Und jetzt stehen da auch wieder so ein paar Sachen drin. Wow, von jedermann frei benutzt, weiterverwendet und geteilt. Das kann viel sein. Ich habe gerade schon gesagt, offene Daten kann schon sein, wenn ich irgendwo ein PDF rumliegen habe mit einer eingescannten Karte der Stadt. Und die sagt, das ist frei zur Verfügung. Das heißt, Schritt Nummer eins ist, irgendwas im Internet. Mega. Wenn jetzt die Stadt dann auch noch drunter schreibt, liebe Menschen, die ihr dieses PDF findet, was so krass eingescannt wurde, ihr dürft es weiterverwenden. Dann kann man schon von irgendwas mit offener Lizenz sprechen. Noch besser wäre es natürlich, wenn die ganzen Straßendaten und Geokoordinaten einfach schön in der Tabelle sind. Zum Beispiel in der Excel-Tabelle. Dann kann man das schon mal strukturieren, dann kann man das auslesen, dann passt das schon mal ganz gut. Dazu brauche ich aber Excel. Klar, geht auch mit anderen Programmen, aber eigentlich ist so ein offenes Format, wie zum Beispiel das CSV-Format für Comma-Separated Values, dass ich einfach nur einen ganz großen Textblock habe, der mit Kommas getrennt ist und die kann ich dann mit allem öffnen. Ob das jetzt Excel ist oder ob das Python ist oder irgendeine andere Programmiersprache, ich kann diese Daten da rausziehen. Und dann gibt es noch solche Sachen, ich glaube, das zeigen die Smileys hier, die übrigens auch von Thomas Tosis kommen aus Berlin. Ich fand die Folie nur so toll und dann habe ich gesagt, hey, darf ich die auch nehmen? Durfte ich. Und da stehen dann noch solche Sachen drin wie eindeutige URLs für Datensätze, RDF, LOD, Querverlinkung mit Kontext. Davon sprechen wir schon gar nicht, weil die meisten überhaupt gar nicht wissen, dass überhaupt schon mal CSV ein ganz gutes Format wäre. So offene Daten, die müssen halt auch so bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel sollten sie vollständig sein. Also ich will nicht nur einen Auszug, ich will alles. Ich will die außerdem im Original. Ich will die jetzt. Ich brauche nicht den Haushalt der Stadt von vor 5 Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich jetzt auch noch viel mitmachen. Die müssen zugänglich sein, maschinenlesbar. Wie gesagt, ist ganz schick, wenn das mein Rechner ausrechnen kann und nicht ich alles abtippen muss mit dem Taschenrechner. Diskriminierungsfrei, offen standardisiert. Freie Lizenz, dauerhaft und kostenfrei. Also das ist eigentlich das nochmal in Worten, was ich gerade schon gesagt habe. Und ganz wichtig halt, dass das einfach jeder mitmachen kann und nicht nur für irgendeine exklusive Gruppe. Vielleicht nochmal, um das klar zu machen. Natürlich gibt es auch Daten, die sind keine offenen Daten. Und da will ich nicht und da wollen auch andere nicht, dass das offene Daten sein sollten. Zum Beispiel personenbezogene Daten. Bisschen anders sieht es aus mit den urheberrechtlich geschützten Daten. Das ist immer wieder so ein Streitfall. Ein ganz besonders schöner Streitfall ist dieser hier. Wer von euch kennt denn das Glyphosat-Gutachten? Ja, das ist schon eine ganze Menge. Und zwar war das, ist das ein Gutachten, dass da die Plattform fragtdenstaat.de, das ist eine Plattform, da können wir alle hingehen und entweder nach spannenden Datensätzen suchen, weil da welche veröffentlicht sind, oder noch spannender, wenn wir selber Anliegen haben, dann können wir daher hingehen und sagen, hey, bitte gib mir doch dieses Gutachten. Das wurde ja im Auftrag der Regierung erstellt und damit auch irgendwie mit unseren öffentlichen Geldern bezahlt. Wir wollen es auch haben. So, dann sagt halt nur die zuständige Stelle, nee, ihr kriegt es, aber ihr dürft es nicht veröffentlichen. Zu Frag den Staat. Das hier ist das Logo von Frag den Staat. Dann sagt Frag den Staat, das finden wir jetzt gar nicht mal so mega witzig, dass wir das nicht weitergeben dürfen. Na gut. Wir halten uns aber dran. Was wir aber machen ist, wir machen einfach einen Button, wo man draufklicken kann und noch so ein paar Textfelder ausfüllen muss. Und dann kann jeder, der möchte, dieses Gutachten auch anfragen. Weil anfragen darf man es ja. So, dann haben sie einen Brief geschrieben und noch einen Brief geschrieben und noch einen Brief geschrieben, weil sie natürlich diese Plattform hatten. Auf die haben dann auch irgendwie, ich glaube, mehr als 30.000 Menschen tatsächlich dieses Gutachten angefragt. Dann wurde eine Plattform entwickelt, wo man dann sein eigenes Passwort bekommen hat, dass man das runterladen konnte. Also ziemlich komplizierte Geschichte und am Ende kam raus nach einem Gerichtsurteil, ach nee, man hätte es doch veröffentlichen dürfen und sogar müssen, weil Frag den Staat ja angefragt hatte. Das heißt, ja,
viele versuchen mit dem Argument zu kommen, das ist doch urheberrechtlich geschützt, das musste jemand irgendwie machen und hat da Arbeit reingesteckt und Schöpfungshöhe. Und dann sind halt aber so, dem gegenüber steht das öffentliche Interesse. Da steht drin, ey, Glyphosat vielleicht gar nicht mal so toll. Und es wurde von öffentlichen Geldern bezahlt und deswegen sagen wir, her mit den offenen Daten. Cool. Wo gibt es offene Daten? Wenn ihr es ein bisschen zugehört habt, habe ich auch schon gesagt, ganz klar, im Internet. Da gibt es ganz viele offene Daten. Die sind aber auch ein bisschen strukturierter vorhanden. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt irgendwo da rummarschieren, sondern könnt auf Portale gehen. Open Data Portale gibt es zum Beispiel unter govdata.de. Da gibt es so eine kleine Suchleiste, da kann man nach Daten in Deutschland suchen. Naja, ein bisschen verarscht, da kann man nicht nach Daten in Deutschland suchen, sondern vor allem in bestimmten Bereichen. Daten stehen nämlich nicht überall zur Verfügung, Open Data Portale gibt es nicht überall, gibt in unterschiedlichen Bundesländern was. Hier sieht es wohl ganz gut aus, immerhin ist hier die Region rund um Heidelberg grün. Das Ganze hängt übrigens zusammen mit der Informationsfreiheit. Informationsfreiheit heißt, dass wir als Bürger und Bürgerinnen eines Landes zu öffentlichen Stellen gehen können und sagen können, hey, gebt uns doch bitte mal Informationen. Die gibt es in unterschiedlichen Abstufungen, nämlich einmal, dass es überhaupt nicht gesetzlich geregelt ist. Das ist zum Beispiel der Fall in Bayern, Niedersachsen und Sachsen. Dann gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz. In den meisten Bundesländern müssen die Informationen nämlich auf Antrag herausgegeben werden. Darunter eben auch Baden-Württemberg. So, und dann gibt es noch, das ist so die Nonplusultra-Stufe, das Transparenzgesetz. Das heißt, dass die Behörden nicht nur auf Anfragedaten rausgeben, sondern tatsächlich zentrale Daten eigenständig veröffentlichen. Zum Beispiel in Bremen, in Hamburg und in Rheinland-Pfalz ist das so. Um das nochmal grafisch zu haben, das hier ist eine Folie, die hat mal Anne Semsrott gemacht für Frag den Staat. Ich finde die super schön, deswegen habe ich sie einfach mal hier auch draufgepackt. Man sieht hier, Baden-Württemberg ist grün. Man hat ein paar rote Bundesländer und um mal das so ein bisschen einordnen zu können, was heißt es denn, kein Informationsfreiheitsgesetz zu haben. Naja, das heißt ungefähr das, das ist nämlich auch dann ein paar Folien später von Arne Semsrott wieder gemacht hier. Europa ist damit mit, also Deutschland, viele deutsche Bundesländer sind damit mit Abstand am schlechtesten in ganz Europa. Trotzdem gibt es ja ein paar Daten. Ich habe gerade schon angerissen, es gibt natürlich Daten bei fragdenstaat.de, es gibt offene Kartendaten bei dem Projekt OpenStreetMap, wo eben Bürgerinnen und Bürger Daten eintragen können und deswegen auch Daten wieder extrahieren können. Dann gibt es das Projekt, so ein Schwesterprojekt von Wikipedia, nämlich wikidata.org. Da findet man auf jeden Fall viele Daten, die aber ebenfalls so von Menschen dort eingetragen werden, wie eben Wikipedia auch funktioniert. Dann gibt es die Deutsche Bahn, die Daten zur Verfügung stellt. Es gibt außerdem das ganz neue Projekt, deswegen funktioniert es, wenn man sich damit auskennt, das heißt Datenguide. Und die haben sich überlegt, ich weiß nicht, Statistisches Landesamt, schon mal irgendjemand gehört? Da kann man sich Daten runterladen, aber super kompliziert und nach 5 Sekunden heißt es auch, Ihr Vorgang ist abgelaufen, bla bla, dann kommst du nicht mehr ran. Und Datenguide möchte das automatisch abfragbar machen. Ist gerade in der Entwicklung, aber mal total spannend da reinzuschauen. Die NASA hat offene Daten, nämlich einfach bei data.nasa.gov. Und natürlich eben auch einzelne Portale aus den einzelnen Städten. Das gerade war Frankfurt, wo man wirklich so eine eigene Übersicht hat. Und jetzt liegt es natürlich an euch, dass ihr eben die Open Data Könige und Königinnen werdet, indem ihr einfach diese Daten mal raussucht, guckt, was passt zu euren Projekten, womit könnt ihr wirklich was besser machen. Ihr habt es ja gesehen am Anfang, irgendwelche Karten bringen schon mega viel. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hat noch jemand Fragen? Ich sehe schon, eine Frage. Okay, yes, ich habe das Signal erhalten, der Stream ist durch. Herzlich willkommen nochmal auf unserem Twitch-Kanal und unserem Livestream des ersten Community Talks, ein neues Format, das wir uns überlegt haben, weil, ich brauche es nicht genau erklären, eigentlich machen wir Events, wir haben Jugendhack Labs, wir machen Veranstaltungen vor Ort und wir sind eh im Internet und können Internet, aber gerade jetzt ist die Zeit, wo wir besser uns voneinander fernhalten. Deshalb begrüße ich Julia jetzt auch, die mir zugeschaltet ist und will dann gleich mal anknüpfen, das, was wir gerade von dir gehört haben. Hallo Julia.
Ja, schön, dass du da bist. Wo bist du gerade? Du bist ja nicht hier bei mir auf der Couch. Da sein darf, genau. Ich bin in meinem Zuhause und das ist ja eigentlich ganz gemütlich. Ist ein bisschen schade, dass man so nicht diesen direkten Kontakt hat, aber ich glaube, ich kann damit Okay, leben. ich freue mich sehr, dass du dabei Okay, bist bei ich freue mich unserer sehr, dass du dabei bist bei unserer ersten Live-Talkshow. Wir wollen es ein bisschen versuchen. Vielleicht schaffen das alle 2 Wochen, aber das ist jetzt erstmal Nummer 1 oder Nummer 0. Ich habe auch dich gefragt, weil du ja den Takt schon kennst und weil du ja auch selber viel schreibst, moderierst, redest und so weiter. Und ich glaube, wir kriegen das heute ganz gut hin und das ist eine gute Übung für die nächsten Male. Du solltest jetzt aber Danke. eigentlich in Berlin sein, oder? Auch so wie ich, wenn ich das Ja, richtig verstanden habe. tatsächlich mache ich gerade eigentlich ein Praktikum, bei dem ich mich ganz viel mit den Themen beschäftigen darf, die ja auch Jugendhakte immer wieder umtreiben. Das sollte ich eigentlich in Berlin machen, und aber auch das klappt ganz gut aus dem Homeoffice. Erstaunlich gut, muss ich sagen. Wenn Ja, ich man muss einmal sagen, verstanden hat, wie es so. funktioniert, dann ist es spannend. Ja, das sind auf jeden Fall Herausforderungen. Auch wir haben ja bei Jugendhakt das Ding, dass wir jetzt, glaube ich, seit 5 oder 6 Wochen alle im Homeoffice sind und auch das uns jetzt hier ausdenken. Und jetzt bin ich hier ganz allein in einem Raum, Social Distancing im Büro und mache diesen Livestream. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal ins Thema rein. Also, du hast diesen Talk, den wir gerade geguckt haben, hast du ja bei Jugendhakt in Heidelberg 2019 gehalten. Hast einen sehr schönen Einblick gegeben in offene Daten. Hast es auch sehr schön verknüpft mit unserem Motto. Also das Motto von Jugendhakt ist mit Code die Welt verbessern. Das sind halt ein Programm für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren, die mit Code die Welt verbessern wollen. Sprich, die ein Interesse haben an Coding, an Programmierung, aber auch an gesellschaftlichen Themen. Und wir sagen, dann kommt doch zu uns und wir gucken gemeinsam, wie wir eure Ideen, ja, wie wir euch helfen können, eure Ideen in Projekte umzuwandeln. Und du bist seit wann bei Jugendhakt dabei? 2017, glaube ich, ne? Genau, Ende 2017 war das. Das fühlt sich jetzt schon an wie eine halbe Ewigkeit, weil ich so viel schon mit euch machen durfte. Naja, also wir sind ja sehr dankbar, dass du immer ach, einfach, also die Veranstaltungen sind immer besser, wenn du dabei bist. Und das haben wir auch in Heidelberg gesehen, wo du ja auch, glaube ich, nicht nur diesen Talk gehalten hast. Deshalb würde ich da gleich mal gerne einsteigen. Du hast gesagt, du willst mit Daten, mit offenen Daten die Welt verbessern. Das ist sozusagen die Brücke. Was sind so die, also du hast gesagt, wir brauchen Daten. Was hat sich eigentlich, seitdem du den Talk gehalten hast, das ist ja schon wieder ein halbes Jahr her oder ein bisschen länger, haben sich da neue Sachen ergeben, wo du das Gefühl hast, oh, offene Daten werden jetzt gerade in einem ganz anderen Bereich noch wichtig? Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, irgendwie die Situation, die wir gerade haben, zeigt eigentlich sehr gut, wie wichtig Daten sind. Ich glaube, davor sind Zahlen immer so ein bisschen in den Nachrichten aufgetaucht, aber nicht so wahnsinnig prominent. Jetzt geht es auf einmal ständig um Zahlen von Infizierten und sogar kompliziertere Berechnungen. Also, dass man sich anschauen möchte, gut, wie könnten denn potenzielle Verläufe jetzt sein? Wie könnte denn irgendwie die Situation weitergehen? Wie könnte denn dieses Coronavirus sich weiter ausbreiten? Und ich glaube, noch nie war so deutlich in den Nachrichten, zumindest was ich jetzt aktiv mitbekomme, wie wichtig Daten sind und vor allem, wie wichtig auch der Zugang zu Daten ist, weil man ja auch da sieht, ich habe ja gesagt, so, ich bin selbst Journalistin, fühlt sich noch ein bisschen komisch an, mich tatsächlich so zu nennen, aber ich verdiene gerade tatsächlich hauptsächlich mein Geld damit, Dinge zu recherchieren, darüber zu erzählen und zu schreiben. Und ich habe auch versucht, an Daten zu kommen und an die aktuellsten. Und dann habe ich ein PNG bekommen, wo dann die aktuellen Fallzahlen drin verzeichnet waren. Und der Pressesprecher war super stolz. Und ich kann verstehen, dass da wahnsinnig viel Arbeit drin steckt. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ich hätte viel besser damit arbeiten können, wenn ich einfach eine CSV-Datei bekommen hätte. Das heißt, eine Tabelle quasi mit Kommas geteilt und wo dann genau da drin steht, okay, an dem Tag waren es so viele und das erweitert sich jeden Tag. Ich kann meinen, weiß ich nicht, Excel anschmeißen, genauso wie ich mein Python-Skript anschmeißen kann, genauso wie ich mit allen anderen Programmen arbeiten kann. Und das halt dann irgendwie ausrechnen. Und das geht eben gerade teilweise, teilweise aber auch nicht. Es gibt tolle GitHub-Repos, also wo Daten hinterlegt sind, zum Beispiel von der Johns Hopkins University, was ja so mit die bekanntesten Datensammler Stelle an der Stelle ist. Es gibt aber auch noch einige andere. Und wie gesagt, manchmal geht da ziemlich viel über die Zeit auch Informationen verloren oder ist nicht schnell genug. Und ich glaube, das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig dieses Thema einfach ist, zu sagen, Leute, offene Daten. Und das hat man, glaube ich, im Vortrag gerade auch gesehen. Die Grundprinzipien gelten immer noch. Es muss maschinenlesbar sein. Ich will das nicht abschreiben. Ich will das bekommen, in meine Maschine einlesen und die rechnen lassen.
achten. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, weil dann zum Beispiel vielleicht gerade sogar Leben gerettet werden können. Dann darf ich gerade mal fragen, sind denn diese ganzen Corona-Daten, sind das denn offene Daten? Also ich habe ja auch in deinem Talk gesehen, du machst ja nochmal den Unterschied zwischen, kann man die wirklich weiter bearbeiten? Ich meine, der erste gute Schritt ist ja erstmal, wenn man die Daten hat und wenn sie dann als Grafik kommt, die man nicht verwenden kann, ist man so, aber ist es rechtlich denn so, dass man hier offene Daten hat? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie sind die genau lizenziert? Das heißt, ich muss immer schauen, bei einem GitHub-Repo ist es meistens so, das ist ja so eine Ordnerstruktur und da ist dann eine Datei drin, wo genau drin steht, unter welcher Lizenz ich die Daten benutzen darf. Das heißt, dann steht da, unter diesen und jenen Bedingungen darfst du das benutzen. Ich habe ehrlich gerade gesagt gar nicht im Kopf, wie zum Beispiel die Zahlen von der Johns Hopkins University frei sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die frei sind. Aber ich weiß gar nicht genau, unter welcher Lizenz die stehen. Ich kann mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde, weil ich glaube, das wird schwierig. Aber genau, an sich immer gucken, steht irgendwo was dabei, weil sobald es nicht irgendwas dabei steht, muss man leider davon ausgehen, dass die Daten eben nicht frei sind. Man darf sie erst verwenden, wenn explizit dabei steht, du darfst sie benutzen. Na, so ein Grund, also wo es halt gerade schon so um Daten ging, die sozusagen von öffentlichen Stellen kommen, du hast es ja auch in deinem Talk erwähnt, Frag den Staat und Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, eine Quelle für Daten sind natürlich die ganzen öffentlichen Regierungen und andere Behörden quasi. Behörden ist das Wort, genau. kannst du uns nochmal erklären, wie das eigentlich funktioniert, wenn man jetzt sagen will, wenn man ahnt, irgendwie, es muss doch diese Daten geben, weil eine Behörde benutzt sie sicher, um Entscheidungen zu treffen, aber irgendwie komischerweise, auch wenn diese Behörde aus meinen Steuern bezahlt wird, habe ich diese Daten nicht. Also wie ist das Verfahren, wenn man jetzt denkt, das muss es doch eigentlich geben als Daten? Das ist total unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo man wohnt, das kommt darauf an, ob man vielleicht schon sich mal dafür interessiert hat und schon mal irgendwo nachgefragt hat, ob man vielleicht Personen kennt, die dort arbeiten. Aber standardmäßig ist es eigentlich am einfachsten, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, dass man sich wirklich dieses Portal fragdenstaat.de mal anschaut. Weil da sind halt richtig tolle Leute dahinter, die das irgendwie auch im Rahmen der Open Knowledge Foundation, wo ja auch JugendHack dazugehört, deren Job das quasi ist, dieses Projekt fortzuführen und sich darum zu kümmern. Und die haben sich halt überlegt, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir einfach Anfragen ermöglichen können. Da kann man sich anmelden mit seinen Daten. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Das solltet ihr vielleicht mit euren Eltern abklären, ob ihr das macht. Muss man aber da volljährig sein für? Oder? Man muss auf keinen Fall volljährig sein, um es zu benutzen. Aber natürlich muss man das mit den Eltern abstimmen, wenn man sich einfach irgendwo anmeldet. Das ist wie bei jeder anderen Plattform auch. Grundsätzlich ist es aber sogar ganz witzig gewesen, weil letztens tatsächlich auch ein unter 18-Jähriger Recht bekommen hat, dass auch er Daten anfragen darf. Also ihr dürft das auf jeden Fall auch, könnt euch dann anmelden. Dann kann man da so ein automatisches Schreiben quasi zusammenstellen an eure Stadtverwaltung zum Beispiel, wenn ihr wissen möchtet, wie viele Bäume gibt es denn gerade im Stadtgebiet. Und dann kommt so das Problem, dass es in jedem Bundesland und in jeder Kommune eigentlich anders geregelt ist, wer welche Daten bekommen darf. Das heißt, manchmal kann man einfach eine Anfrage stellen und hoffen, dass sie beantwortet wird. Das kann natürlich immer sein, dass man da Infos bekommt und das ist großartig. Da gibt es echt tolle Menschen, die da super mitarbeiten. Es gibt aber auch viele, die sagen, nö, warum sollte ich denn? So, und dann kommen eben auch Gesetze ins Spiel, dass man eben schaut, okay, ist es zum Beispiel irgendwie im Bereich des Umweltinformationsgesetzes, was in ganz Deutschland gilt. Auf Bäume würde das wahrscheinlich zutreffen, auf andere Daten eher nicht so. Und dann kann ich eben schauen, gut, ich kann eine Anfrage stellen über das Portal fragdenstaat.de, kann irgendwie nachfragen, ist zum Beispiel frei in verschiedenen Bundesländern. Es gibt so eine kleine Abstufung, das hatte ich ja auch im Vortrag gesagt, dass es eben entweder ein Transparenzgesetz gibt, wo man gute Chancen hat, dass es sogar schon irgendwo veröffentlicht ist. Und dann gibt es eben auch gar kein Informationsfreiheitsgesetz, wie man das nennt, wo man dann keine Rechte hat. Die meisten Bundesländer haben so solche Informationsfreiheitsgesetze, wo drin steht, du darfst grundsätzlich alle Daten anfragen, bis auf, wenn sie die Sicherheit unseres Landes betreffen. Genau, das heißt am einfachsten, vielleicht reicht auch manchmal eine E-Mail einfach an die Stadtverwaltung und mit einer Anfrage. Das würde ich auch auf keinen Fall ausschließen. Und dann gibt es natürlich auch noch Portale. Das habe ich ja auch erwähnt, wo die ganzen Daten schon stehen und man einfach mal durchklicken kann, was es denn so gibt.
Aber das ist natürlich auch eine Sache, wo man, wenn man sich vielleicht noch nie mit Verwaltung beschäftigt hat, auch erstmal ein bisschen trauen und reinlesen will. Ne? Also so ein Wurf die Baumkataster, das klingt ja auch erstmal richtig grausig und nach Verwaltungshorror und man denkt sich, oh Gott, naja, das ist ja öde, wie sonst was. Aber die Daten sind ja irgendwo da auch versteckt hinter solchen Hürden, oder? Dass man so ein bisschen auch wissen muss, wo ist es denn eigentlich, das, was ich brauche. Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, das erste Mal bei Jugendhackt war ich Ende 2017 und dann habe ich ja auch erstmal irgendwie Menschen kennengelernt, die sich überhaupt mit sowas beschäftigen. Und dann fand ich es spannend und hatte selbst Fragen und wollte dann auch mal was anfragen. Und so kommt man da immer mehr rein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man irgendwie nicht alleine ist, dass man Menschen hat, die man fragen kann. Und da gibt es auf jeden Fall welche. Also da gibt es entweder wirklich Frag den Staat, wo man auch mal irgendwie fragen kann, muss man natürlich aufpassen, es sind wenige Menschen, die haben viel zu tun, aber es ist jetzt nicht so, dass man keine Menschen fragen könnte oder irgendwo einfach mal eine E-Mail hinschreiben könnte und sagen, hey, ich bin Julia und ich interessiere mich dafür, wie viele Alpakas gibt es eigentlich in Osnabrück? Und dann kann ich das zum Beispiel irgendwie mal anfragen. Könnte dann halt, wie gesagt, so ein bisschen sein, dass es ein bisschen dauert, je nachdem, wie viele Menschen zu tun haben. Wir bei Jugendhack natürlich. Wir sind ja auch eine Community. Wir haben ja auch unsere internen Chats und sind ständig in Kontakt. Und da gibt es natürlich Menschen, die mal sagen, hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, wie man an diese und jene Daten rankommt? Und da kann man sich auch untereinander austauschen. Oder man sucht sich einfach irgendwen. Mich kann man auch sehr gerne einfach anschreiben und Dinge fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dinge nicht weiß, ist extrem hoch. Ich fand es super sympathisch, dass ich mich als Expertin angekündigt habe. Aber eigentlich bin ich ja vor allem auch diejenige, die da zu irgendwem hinhoppelt und dann frage ich, du, ich müsste da mal, wie geht das denn? Ja, aber Und diese dann kriege ich Kompetenz Hilfe von irgendwo. ist ja schon einfach sehr wichtig, dass man sich traut und dass man irgendwie wenigstens weiß, wie man sich durchfragen kann. Also, dass wenn jetzt sozusagen die eine Art von offenen Daten jetzt von irgendwelchen Behörden kommen, vom Staat und so weiter, was für andere Arten von offenen Daten gibt es ja noch? Es gibt ja bestimmt auch welche, die Leute eigenständig zusammentragen, oder? Wo jetzt keine Behörde involviert ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür ist irgendwie OpenStreetMap, was ihr vielleicht sogar kennt, so in Richtung als Google-Alternative, kann aber noch viel, viel mehr. Und zwar kann es nicht einfach nur Karten anzeigen und so wie Google Maps, sondern das ist eine ganze Datenbank dahinter. Und diese Datenbank kann man sogar auch abfragen über verschiedene Tools. Da gibt es kompliziertere und einfachere. Und wenn man da danach sucht, da gibt es ein riesiges Wiki, was alles OpenStreetMap kann. Und das basiert ja im Prinzip darauf, dass jeder Dinge eintragen kann. Und ich habe das zum Beispiel irgendwie auch als App auf meinem Smartphone. Street Complete heißt das. Das ist eine freie App. Und für Android, also in meinem Fall. Und dann kann man da einfach zum Beispiel irgendwie, wenn man durch die Gegend läuft und gerade Langeweile hat und dann sind da so kleine Fragen wie, wie heißt dieser Weg? Was ist die Hausnummer dieses Hauses? Ist es ein dreistöckiges Haus? Ist es ein Laden da drin? Wie heißt der Laden? Einfach so kleine Sachen, die noch ergänzt werden müssen. Und dann kann man eben auch diese Datenbank abfragen und eben fragen, wie viele Läden gibt es denn zum Beispiel in Berlin? Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, weil es ein bisschen mehr gibt. Aber solche Sachen kann man dann rauskriegen. Also nicht nur, wo muss ich jetzt langlaufen, sondern auch solche Sachen. Wie viele Blumenläden gibt es in meinem Bezirk? Genau. Das ist ja auch entsprechend andere Tools, die dann wiederum auf OpenStreetMap aufsetzen. So Wheelmap hat es ja auch in deinem Vortrag, ne, wo es darum Beispiel. geht, wie rollstuhltauglich sind Geschäfte. Dann gibt es natürlich auch für FahrradfahrerInnen entsprechende OpenStreetMap-Erweiterungen, wo dann alle Fahrradstellplätze und weiß nicht, wo man sein Fahrrad aufpumpen kann und wo die Fahrradwege lang gehen. Und das leitet so ein bisschen zu meiner nächsten Sache über. Es wird ja dann immer interessant, wenn man mehrere Datenquellen miteinander verknüpft, oder? Wenn man dann sagt, vor allen Dingen, man hat vielleicht die Karte, ist die Grundlage und darauf liegen dann irgendwelche Infos. Ne? Genau, definitiv. Also vielleicht da zum Beispiel, was mir gerade einfällt, wo wirklich so ganz viel Datenverknüpfung war, wo ich selbst irgendwie ein bisschen beteiligt war, war, dass wir mal versucht haben, mit einer ganz tollen Gruppe zu schauen, ob man irgendwie visualisieren kann, was die besten Fahrradwege sind, weil du es ja gerade angesprochen hast. Und dann haben wir versucht, okay, wie kann man das eigentlich rausfinden? Dann gibt es auch solche lustigen Daten in OpenStreetMap, wie schnell darf man da eigentlich fahren? Und natürlich ist es für mich angenehmer, als Fahrradfahrerin auf einer Straße zu fahren, die jetzt nicht so mega schnell und viel befahren ist. Das kann ich vielleicht rausfinden. Dann gab es Lärmkartendaten. Die waren nicht offen. Ich saß dann da halt wirklich und habe aus PNGs mal wieder Daten abgeschrieben.
Toll. Das heißt, da muss man auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber genau mit solchen Sachen wollten wir halt zeigen, so hey, wenn wir diese Daten noch hätten, dann wären unsere Anwendungen am Ende einfach viel besser. Ja. Ich glaube, das war am Ende einfach nur so ein Test, ob das überhaupt funktionieren würde. Und deswegen ist die Anwendung nie wirklich fertig geworden. Sie hat einmal funktioniert, war halt aber so, wie man das macht, wenn man mal schnell Software zusammenbaut. Ein bisschen chaotisch. Und genau, aber sonst Datenquellen zusammensuchen ist natürlich das vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Was hatten wir da noch? Genau, wir hatten die Radwege, wir hatten dann tatsächlich Radwegtypen, glaube ich, irgendwie noch dabei. Genau, so Sachen sind natürlich immer super. Fällt dir gerade was ein? Also ich meine jetzt, wenn man nochmal zur Situation zurückkommt und ich meine für die einen, die gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Freizeit haben, weil ihnen diese Corona-Geschichte im Wesentlichen andere Sachen unmöglich macht, die wollen vielleicht in ihrer Freizeit jetzt irgendwas machen. Was, also gerade mit dem Rumlaufen und sozusagen auf Streetmap erweitern, muss man ja so ein bisschen auch aufpassen, ne? Und je nachdem, wie es laut Bundesland so ist und so, vielleicht sollen wir alle nicht so viel draußen sein. Was kann man denn jetzt drinnen vielleicht gut machen? Wo sind jetzt die unbearbeiteten Halden oder die offenen Fragen? Weißt du da was? Du meinst jetzt an Daten, die man irgendwie noch, so wie zum Beispiel bei OpenStreetMap eintragen könnte, da ist natürlich noch ein anderes Projekt. Das ist so ein Schwesterprojekt von Wikipedia, und zwar Wikidata. Mhm. Und da sind eben ganz viele Daten drin. Also quasi die Idee dahinter ist so ein bisschen, in Wikipedia ist es ja ein bisschen kompliziert, weil dann steht da, Politiker XY ist geboren in, keine Ahnung, in München und hat studiert in Göttingen. Mhm. Und das in alle Sprachen zu übersetzen, ist ein bisschen schwierig. Man kann das ja aber auch in so einer Art künstlichen Sprache irgendwie versuchen, zwischen den Objekten Beziehungen herzustellen. Also, dass sich quasi so dieses Politiker ist geboren in als eine Verlinkung quasi sehe und dann München als eine Sache. Das heißt, man versucht da so Daten zusammenzubringen. Und deswegen wird versucht, das Wissen quasi so in Daten abzubilden. Und da ist natürlich auch immer wieder eine ganze Menge zu tun. Es ist eine Datenbank, die funktioniert schon hervorragend. Da kann man gute Abfragen machen und spannende Ergebnisse rausholen. Aber es sind eben auch manchmal so ein paar Sachen, die noch nachgearbeitet werden müssen. Ich habe zum Beispiel mal letztens irgendwie, ich glaube, wir haben uns um die Bundestagsabgeordneten gekümmert, dass die alle aktuell sind. Das heißt, um sowas kann man sich auch immer mal schauen. Einfach mal reinschauen, gucken, wie funktioniert das denn, ausprobieren. Und was man dann daraus bauen kann, ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten. Ich zum Beispiel in der Code4-Community ist letztens die Idee aufgekommen, was man ja so ein bisschen sieht. Heute hat es endlich mal wieder geregnet, nach langer, langer Zeit. Morgen ist es, glaube ich, hier soweit. Berlin ist gerade noch trocken, aber bald. Ah, okay. Ja, bei uns hat es heute schon geregnet. Ja. Und ich glaube, ich sehe das hier schon an den Bäumen, dass es denen echt gut getan hat. Das heißt, hier fehlt wahrscheinlich ein bisschen Wasser. Und dann ist ja die Frage, könnte man nicht irgendwie so eine kleine App machen mit so einem Bäumchen und dass man dann irgendwie draufdrücken kann, wenn man es gegossen hat, dass man quasi einfach mal kurz bei sich rausgeht und einen Baum gießt und dann irgendwie dafür belohnt wird. Das ist natürlich so eine kleine Sache, die man mit so einem Baumkataster auf der einen Seite und so einer App irgendwie mit OpenStreetMap oder so auf der anderen Seite umsetzen könnte. Also einfach mal kreativ werden und sich überlegen, was brauche ich denn? Was würde ich mal ausprobieren? Und dann einfach schauen, was gibt's? Gibt natürlich auch ganz viele freie Sachen. Auch da würde ich sagen, bei Jugendhackt im Zweifel in der Community mal nachfragen, ey, wer arbeitet denn gerade an was? Und man findet da bestimmt Sachen, wo man mitarbeiten kann. Also die Idee ist so also ein bisschen wie bei dem, was du im Talk hattest, mit diesem, wo man so seinen Abfluss da adoptieren kann oder so, dass man sagt irgendwie, ich gieße jetzt immer den Baum und in der App sehen alle, dass der Baum schon von Philipp gegossen wird, aber der Baum 100 Meter weiter, den bräuchte jetzt noch jemand, der sich gerne kümmert, oder? Das wäre doch genau so eine Idee. Und das dann irgendwie nett machen, das ist ja auch so ein bisschen die Sache. Klar braucht man dafür irgendwie Programmierer und so ein bisschen dieses technische, diesen technischen Spieltrieb, aber man braucht natürlich auch noch ganz viele andere Menschen, Menschen, die irgendwie Spaß daran haben, irgendwas schön zu visualisieren oder so. Mhm. Und auch da kann man ja einfach mal schauen, okay, wie kann ich eigentlich Daten anschaulich und greifbar machen? Das haben jetzt natürlich total viele gemacht mit den Corona-Apps und da gibt es auch mit den Corona-Daten und da gibt es auch ganz schöne Zusammenstellungen, was man da alles so rausholen kann. Aber wenn man einfach mal sucht, das mache ich ganz gerne, auch weil ich journalistisch interessiert bin, aber auch generell Datenjournalismus.
was visualisieren eigentlich Menschen für Daten? Da gibt es so tolle Beispiele. Und dann einfach mal schauen, wie kann man das machen? Und sich vielleicht auch mal ganz neue Sachen überlegen, als immer nur die gleichen Grafiken und die gleichen Kurven oder Balken, sondern was kann man eigentlich tun, dass es schick aussieht? Und dann einfach anfangen zu spielen. Da kann man sich auch künstlerisch, glaube ich, ausleben. Wir haben auch bei uns in unserem Archiv von Lightning Talks, haben wir genau in dem Bereich, glaube ich, auch noch weitere Talks, so wie deinen, die sich auch um offene Daten drehen, aber dann ganz klar um die Frage der Visualisierung, um Datenjournalismus, sozusagen, was kann ich auch für Fragen eigentlich stellen, die Daten mir dann sozusagen beantworten können. Also erstmal, man muss aber erstmal diese Frage haben, und dann muss man anfangen, so, ne? Das ist ja so wie mit, als würde man herkömmlichen Journalismus betreiben, man braucht, hat eine Frage, man braucht Quellen und dann fügt man die zusammen und dann hat man hoffentlich eine neue Erkenntnis am Ende. Klar, guckt euch Congress Talks an, also von dem Chaos Communication Congress. Da gibt es auch total viele Beispiele, wo man denkt, oh, das ist ja spannend, das würde ich vielleicht erstmal, was jemand anderes für Deutschland gemacht hat, für meine Stadt, für meine Gemeinde, für mein Dorf machen. Es gibt überall Anregungen. Wenn man einmal anfängt zu gucken, ist furchtbar. Genau, wo du das eben auch erwähnt hast, wo du jetzt sagst, ich kann das für meine Region machen, du hattest eben Code4 erwähnt. Erklär doch mal ganz kurz, was das eigentlich für ein Netzwerk ist. Genau, Code4 ist so ein Teil von einer internationalen Community eigentlich, die sich entwickelt hat aus Code4 America, weil es wird ja wahrscheinlich in Deutschland keiner hingehen und sagen, jo, wir machen jetzt Code4 Germany. Das heißt, wir haben uns das angeguckt und dachten, oh, das ist ja super krass, was die machen, dass die wirklich versuchen, ihren Behörden, Verwaltungen zu erklären, warum Daten so wahnsinnig wichtig sind und auf was für einen krassen Schatz eigentlich die Menschen sitzen. Teilweise noch in Form von dicken Aktenordnern oder irgendwelche nicht unbedingt direkt maschinenlesbaren Excel-Tabellen. Und einfach mal versucht haben zu schauen, was kann man da rausholen. Und dann haben wir uns quasi, ich sage jetzt ganz lustig, wir 2014 gegründet. Da war ich noch lange nicht dabei. Wie gesagt, auch da bin ich so vielleicht Anfang 2018 reingestolpert. Und da geht es eigentlich darum, in verschiedenen Städten ganz verschiedene Sachen zu machen. Das Ganze ist so ein relativ loses Netzwerk. Es gibt Menschen, die treffen sich einfach einmal in der Woche und programmieren zusammen, weil sie so richtig Bock haben auf Programmieren. Machen das vielleicht auch beruflich, aber so dieses Hackathon-Ding, ja, das ist halt ein Wochenende, ist aber wenig langfristig. Und die treffen sich einmal in der Woche und programmieren zusammen. Dann gibt es welche, zum Beispiel ich tatsächlich. Wir versuchen erstmal überhaupt zu schauen, okay, was gibt es denn überhaupt für offene Daten und wie kommt man da ran, weil es eben in Städten noch nicht sowas gibt. Dann gibt es ganz viele, die sind total eng in Kooperation mit der Stadt, wie zum Beispiel in Ulm. Da gibt es das Verschwörhaus, wo ja auch Jugend Hackt ist. Und die haben es jetzt irgendwie geschafft, von Freiwilligen, die eigentlich so ein bisschen aus dieser Code4, wir tun krasse Dinge mit Datensachen, jetzt dazu übergegangen sind, weil sie einfach eben diesen technischen Spieltrieb haben und setzen jetzt Big Blue Button Instanzen auf, damit Menschen Videokonferenzen machen können. Das heißt, wir sind einfach Leute, die Lust haben, Sachen auszuprobieren. Dazu muss man gar nichts können. Bestes Beispiel bin ich, als ich da reingekommen bin. Keine Ahnung. Man kann unfassbar viel lernen, weil Menschen unfassbar gerne und viel erklären und einfach Dinge ausprobieren. Da ist die Webseite code4.de. Genau, code4.de. Die ist gerade in der Überarbeitung. Ich glaube, heute ist der aktuelle erste Entwicklungsstand online gegangen. Ich habe noch gar nicht wirklich reingeguckt im geheimen Developer-Branch. Genau, sieht die Seite noch so ein bisschen chaotisch aus, aber das wird auf jeden Fall besser und wir haben auch richtig Bock, noch mehr Dinge zu tun, weil wir halt gerade merken, boah, unser ganzes Wissen aus den letzten 5 Jahren merken jetzt Menschen, wie wichtig Daten sind, auch durch so ein bisschen durch diesen Corona-Background und wir versuchen jetzt irgendwie so ein bisschen zu helfen, okay, wie kann man das dann sinnvoll machen und wollen uns da so ein bisschen Strategien in der nächsten Zeit überlegen, auch da ist jeder herzlich eingeladen. Ist bei uns halt immer so ein bisschen schwierig, weil wegen Aufsichtspflicht und bla, wie das halt so mit so Treffen sein kann, weil wir natürlich im Gegensatz zu Jugendhackt eben keine PädagogInnen haben, die sich darum kümmern können. Das heißt, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die lokale Gruppe an, aber ansprechen und fragen kann man die Leute auf jeden Fall. Einfach mal die eigene Stadt anschreiben oder, wie gesagt, auch mich, ich kann auch gerne weitervermitteln. Du hast jetzt, ich greife immer alles auf, was du sagst. Du hast gerade gesagt, fragen kann man auf jeden Fall. Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen. Also wer uns gerade live zuguckt, der kann natürlich gerne da Fragen stellen auf Twitch oder gerne auch in unserer Online-Community auf Twitter oder Mastodon. Wir gucken da gerade überall drauf und wenn ihr Fragen habt, dann
Schreibt sie mir, sie werden magisch auf diesem Tablet erscheinen. Ist natürlich nicht magisch, ist die Kollegin, die sie im Hintergrund reinschreibt. Danke nochmal. Und genau, also das sage ich nur jetzt mal, aber ich habe selber auch noch Fragen, keine Sorge. Und ich wollte nämlich noch eine Sache aufgreifen, was du so vorhin gesagt hast. Du hast nämlich sowohl Hackathon gesagt, als auch Nachhaltigkeit. Und ich habe natürlich deinen Text gelesen, den du für Netzpolitik geschrieben hast letzte Woche. Und da hast du ja sozusagen beklagt, dass Hackathons oft keine Nachhaltigkeit mitdenken. Also quasi man macht diese Sache, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Oder man macht zum 100. Mal dasselbe und es ist geschlossen und niemand kann damit was anfangen. Und man hat dann 12 Apps und man bräuchte aber einmal die offenen Daten, aber die hat keiner. Was sind so deine, oder wie würdest du sagen, wie können offene Daten dabei helfen, hier zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen? Ich glaube, jetzt gehe ich auch mal auf das ein, was du gesagt hast. Magic. Ich glaube, ich würde gar nicht sagen, dass ich beklagen würde, dass es Hackathons nicht nachhaltig genug sind, sondern ich glaube, es gibt einfach einen Riesenunterschied zwischen dem, was sich Menschen erhoffen, was dort passiert, und dem, was tatsächlich dort passiert. Ich selbst bin ja, wie gesagt, auch ehrenamtlich so ein bisschen in dieser Open Knowledge Code 4 Community. Ich kann selbst auch programmieren, es dauert halt nur bei mir immer noch relativ lange. Und deswegen habe ich aber meistens auch so einen ganz guten Überblick, weil ich dann halt schaue, okay, wie machen das andere, weil mich das so sehr interessiert und mich schon so lange umtreibt, diese Frage, die ich endlich beantworten konnte oder versucht habe, eine Antwort zu finden. Wann bringen Hackathons was und was darf man davon erwarten und was vielleicht eben auch nicht? Und da fand ich es eben total spannend zu schauen, dass irgendwie auch solche Partner dann ja in dem Moment oder Partnerinnen wie die Bundesregierung sich darauf einlassen, in Anführungszeichen, und sagen, ja, wir unterstützen einen Hackathon, weil wir brauchen jetzt schnelle Lösungen. Mhm. Und klar, das kann sein, dass es irgendwie schnelle Lösungen gibt, aber ich glaube, die sind trotzdem immer irgendwie mal eben so gemacht. Und man muss sich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass so ein Hackathon natürlich eine Veranstaltung ist von ehrenamtlichen Teilnehmern. Das heißt, da kommen Menschen zusammen, wahrscheinlich wie du und ich und alle anderen, die irgendwie bei Jugendhack dabei sind, wir machen ja auch einen Hackathon. Das kann super viel Spaß machen. Wir kommen zusammen, wir haben Spaß, wir tauschen uns aus, wir lernen Dinge. Es ist absolut großartig. Man hat danach richtig viel Motivation und Energie. Nur dann muss man eben schauen, wenn so ein Hackathon so diesen Anspruch hat, wir müssen daraus jetzt was machen, dann kann es natürlich auch sein, dass sich diese ganzen ehrenamtlichen Menschen sehr leicht überarbeiten, weil sie ja Spaß dran haben und was für die gute Sache tun und dann trotzdem sehr viel machen. Und da muss man natürlich auch überlegen, okay, kann das wirklich das Ziel sein? Das heißt, man muss gucken, wie kann man irgendwie da Menschen finanziell unterstützen, denen was bezahlen dafür, dass sie da ihre Zeit reinstecken. Man muss halt eben überlegen, gut, das kann jetzt, wie gesagt, gerade dieser Wir-versus-Virus-Hackathon hat natürlich schnelle Lösungen auch mal liefern können, die, glaube ich, in manchen Bereichen schon eingesetzt werden. Aber dieser Anspruch, wir machen daraus jetzt was, ist halt, glaube ich, oftmals so ein bisschen hochgegriffen, statt zu sehen, das ist ein Impuls, da kann man was lernen. Und dann muss man sich schauen, und was machen wir jetzt draus? Ja. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Weil ganz ehrlich, Hackathons gibt es seit den 80ern. Das ist nichts Neues. Ich finde es super schön, dass auch die Bundesregierung jetzt da drauf kommt und sagt, krasse Sache, machen wir auch. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass die Ziele da einfach falsch sind. Man versucht auf Biegen und Brechen jetzt irgendwas hinzubekommen. Viel besser ist natürlich, jetzt bin ich ja schon wieder in so einem Schwesterprojekt übers Reden, aber deswegen bin ich auch ehrenamtlich hierbei, weil ich einfach alles ziemlich spannend und toll finde, was passiert, der Prototype fand. Die sich eben überlegen, okay, wie kann man denn stabilen Prototypen mit freier Software bauen, der dann eben auch, wo man ein bisschen mehr Zeit reinstecken kann und wo nicht klar ist, das machst du an einem Wochenende und danach muss man mal gucken. Und an diesem Wochenende musst du auch gut genug sein, um eine Jury an im Zweifel einem Abend oder in kurzer Zeit zu überzeugen, eine Jury, die wahnsinnig viel Input bekommt, wo deine Sache natürlich auch schick aussehen muss, wo sie irgendwie gut funktionierend aussehen muss, dann kann es natürlich sein, in diesem Wettbewerbscharakter, dass immer wieder Kriterien hin und unterfallen, dass Menschen, die eigentlich super viel Architektur unten dran gebaut haben, was ein richtig stabiles Fundament ist, dass das einfach untergeht, weil das Häuschen obendrauf dann nur so angefangen wurde zu bauen, werden andere einfach so einen shiny Pappkarton hingestellt haben, um es jetzt mal ganz, ganz, ganz böse zu sagen, was natürlich schick aussieht. Und dann ist halt die Frage, was kommt besser bei der Jury an und werden dann die richtigen Projekte auch irgendwie dann langfristig irgendwie überleben, weil sie halt gefördert werden.
Und ich glaube, da ist es einfach ganz gut, ein bisschen Druck rauszunehmen und ein bisschen zu gucken. Und das ist halt so eine Sache, ich finde es total schwer, gerade zu kritisieren und zu sagen, ey Leute, hättet ihr mal vorher mit anfangen müssen, weil es ist immer einfach, hinterher zu sagen, hättet ihr mal machen müssen. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen Kritik muss man da halt dann doch üben, weil, wie gesagt, es gibt halt Code 4 schon seit 5, 6 Jahren und wir tun eigentlich nichts anderes, als zu versuchen zu erklären, warum man sowas braucht und so, warum sowas gut sein kann. Und ja. Es ist einfach sehr schwer, das irgendwie durchzukriegen und da auf offene Ohren zu stoßen und vor allem halt auch dieses, nein, wir haben da jetzt kein Geschäftsmodell. Nein, das finanziert sich wahrscheinlich nicht von selbst, aber das ist halt so ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist genau sowas wie, dass halt irgendwie es ganz nett ist, wenn Wasser aus meinem Leitungshahn kommt und wenn ich meine Heizung andrehen kann, ist es halt mittlerweile eigentlich auch so, dass ich vielleicht irgendwie meine App öffnen kann und da sind bestimmte Informationen drin. Und meistens ist es viel schwieriger, die Informationen zu bekommen, die ich gerade gesagt habe. Dann kriegt man ein schickes PNG und man muss Menschen erstmal erklären, nein, ich wollte ein CSV, ich wollte Kommas und Zahlen. Und das dann irgendwie klar zu machen, wir brauchen diese Informationen, dann können wir Sachen drauf bauen und immer mit Schnittstellen denken. Das heißt, wenn so eine App irgendwie funktioniert, wie kriege ich Daten rein und wie kriege ich sie wieder raus? Ja. Und das sind so Grundlagen, die wir versuchen immer wieder zu erzählen, die aber zum Beispiel bisher in kaum einem Studium vermittelt werden, in kaum einer Ausbildung eine Rolle spielen. Und das ist so schade. Und ich glaube, da muss man halt doch sagen, ein bisschen was haben wir da doch verpasst. Na, es ist ja auch immer jetzt so eine Sache, wir haben eine neue Situation und auf einmal hat man so den Eindruck, dass viele Stellen sozusagen auf einmal Sachen entdecken, wo die Leute, die sich damit länger schon beschäftigen, so das Gefühl haben, ja, eigentlich erzählen wir euch das seit 5 Jahren. Schön, dass ihr das jetzt merkt, aber so ein bisschen fehlverstanden, ne? So wie, oh, Hackathons, oh, Online-Learning, oh, offene Daten, oh, ne? Surprise, es gibt auf einmal, oh, es gibt ja Open Access und sowas. Also solche ganzen Geschichten, ja. Wo man dann so denkt, ach ja, aber immerhin hört einem jetzt sozusagen, weiß nicht, die Behörde zu oder so. Das ist ja vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang. Auf jeden aber Fall. Und diese Nachhaltigkeit, die, ja, du sagst es ja, die würde ich halt gerne viel öfter noch sehen. Und toll ist es ja, dass wir dann doch so ein paar Sachen hochhalten können und sagen, guck mal, in Ulm, da haben wir krasse Leute, die einfach Bock haben, Dinge zu tun und das irgendwie nicht, weil sie das beste Geschäftsmodell entwickeln wollen, sondern weil sie sagen, das ist wichtig für unsere Gesellschaft und jetzt bauen sie halt eben irgendwie Videoplattforminstanzen und auch das wieder teilen sie ihr Wissen und schreiben Blogposts darüber, wie sie das gemacht haben, dass es andere verwenden können. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, die gesellschaftlich von so einer Community auch echt nicht unterschätzt werden sollte. Und mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt, in vielen Städten gibt es Hackspaces, das ist sehr gut. Aber in vielen gibt es sowas auch nicht unbedingt. Und dann ist echt das Problem, wo treffe ich mich, dass ich Strom habe, dass ich Internet habe und dass ich Platz habe für meinen Laptop auf dem Tisch. Das heißt, man kann nicht jedes x-beliebige Café nehmen und manchmal ist es sauschwer, da Räume zu finden, wo man sich einfach mal treffen kann, wenn man Zeit hat. Es gibt dann sowas wie, ja, wenn du dich hier wöchentlich einträgst und vielleicht irgendwie so minimale Gebühr, die auch gar nicht das Problem wäre, bezahlst, aber du musst halt jede Woche von 8 bis 10 Uhr dich hier treffen. Das ist halt relativ schwer und auch da, glaube ich, ist so eine Sache, wo ich ja auch immer wieder dann ganz gerne an die Städte und Kommunen appelliere, um zu sagen, hey, es gibt krasse Leute, die haben Bock, Dinge zu tun und ich bin persönlich davon so ein bisschen überzeugt, es gibt noch viel mehr, die wissen nur gar nicht, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Das war bei mir bis 2017 ja selber so. Und dann zu merken, oh krass, da gibt es Räume, da kann man sich treffen und dann entstehen Dinge. Und ich glaube, das gibt es auch viel zu wenig, wo man einfach zusammenkommen kann, gucken kann. Ja. Ah, guck mal, ich hatte Idee. Und dann sagt der andere, ja, machen wir so. Und dann sagt der nächste wieder, aber das sieht blöd aus, ich mache das besser. Dass man so zusammenarbeitet. Ja, ich glaube, dass diese Art von bürgerschaftlichen Engagement oder so, dass in vielen Köpfen sozusagen so eine altertümliche Sache ist, irgendwie, es gibt halt, was weiß ich, irgendwelche Gärtner in Vereine, die sich treffen oder so, oder die Stadt unterstützt halt irgendwelche Geschichten, aber alles, was so mit Technik zu tun hat, das ist halt im Wesentlichen Business oder so. Irgendwie, weil es gibt ja Strukturen, für die seit 100 Jahren existieren, aber irgendwie noch nicht so richtig für Hacken für alle oder offene Daten für alle oder der Wikipedia-Stammtisch, der von der Kommune unterstützt wird. Also irgendwie glaube ich sozusagen, ja, was du halt sagst, dass es da einfach viel mehr von öffentlicher Stelle geben muss, weil ich denke ja auch irgendwie, bisher ist es halt alles sehr viel Goodwill von Leuten, die sich einfach in ihrer Freizeit engagieren. Egal, ob sie jetzt
die Sachen beim Überfrag den Staat anfragen, die eigentlich vielleicht automatisch hätten da sein müssen. Oder ob sie sozusagen von Hand irgendwelche rumgehen, Daten eintragen. Sie machen das sicher auch gerne, aber es wäre irgendwie natürlich noch schöner, wenn es da irgendwie eine Art wenigstens offizielles Dankeschön gäbe oder wenn dann irgendwie die Stadt sagen würde, ja, diese Daten erheben wir auch, die können die ja eigentlich haben. Also nicht nur, wir bauen euch eine Sporthalle, sondern ihr kriegt ja auch einen Raum, um Digitales irgendwie miteinander, Engagement, wie auch immer, auszuleben. Ja, oder ich jetzt gerade in aktuellen Zeiten, hier habt ihr den offiziell von der Stadt zur Verfügung gestellten Video- und Kollaborationsserver, damit ihr schön zu Hause bleibt. Ne? Das ist ja dann auch genau die Sache. Genau, und ich glaube, da denkt man halt auch sehr viel, so jetzt mal ein ganz, ganz, ganz persönlicher Eindruck, dass es halt oft dahin geht, wie die großen Unternehmen versprechen einfache Lösungen. Alles ist intuitiv und alles ist irgendwie, hat schicke Oberflächen. Statt dass man einfach mal schaut, okay, wie sieht es denn dahinter aus und auch darüber einfach mal anfängt zu sprechen und zu gucken, okay, wie funktioniert das denn eigentlich und was heißt es denn eigentlich, so einen Server zu haben? Und oh, das funktioniert ja auf der einen Seite vielleicht einfacher, als ich gedacht habe und auf der anderen Seite aber irgendwie total anders, als ich gedacht habe. Und das auch einfach mal auszuprobieren und die Möglichkeiten da irgendwie auch zu bieten. Und es gibt, wie gesagt, auch da gibt es Leute, die machen das gerne ehrenamtlich, die haben da Bock drauf. Aber wenn man dann halt nicht mal, also wenn man dann noch einen Raum suchen muss und keine Ahnung, super viel andere, sich ständig über irgendwelche Hürden quasi irgendwie so drüber hangeln muss, dann ist das auch echt anstrengend und kräfteraubend. Und man muss halt sagen, das machen dann natürlich auch nur privilegierte Menschen. Das können dann nur Studierende machen, die sich die Zeit frei einteilen können. Das können dann vielleicht irgendwie nur Menschen ohne Kinder machen. Sobald man irgendwie, keine Ahnung, Familie hat, wird es auch schon wieder schwieriger. Mhm. Sobald man vielleicht auch irgendwie einen bestimmten Wissensstand hat, man nicht hat, ist man vielleicht auch im Zweifel raus. Weil man so viel Voraussetzungen braucht, um erstmal irgendwie gerade auch Sachen zu finden. Und ich glaube, da fände ich es eigentlich schöner, wenn man da viel mehr drüber reden kann. Auch so, natürlich auch über offene Daten. Ich glaube, es würde uns einfach allen weiterhelfen, weil offene Daten eben so ein gutes Mittel sind, um zu zeigen, wie wichtig das ist und wie mächtig das sein kann. Der ganze Kram, der rumfliegt, wenn man damit was anfängt. Also, ich sag mal, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast. Ich würde sagen, schon mal vielen Dank für dieses Plädoyer. Wir werden auch noch mal, ich werde aus diesen ganzen Informationen vielleicht einfach noch mal einen schönen Blogpost schnitzen, wo denn sozusagen für die, die es halt nachträglich gucken oder sozusagen sich nachträglich informieren wollen, noch mal diese ganzen Links reinpacke, damit, weil das sind ja unglaublich viele Ansätze, das kann man ja gar nicht alles mitschreiben so schnell. Aber ich finde es wichtig, dass diese ganzen Sachen da sind und dass du halt auch so wichtig aufmachst, dass die Gedanken machst, dass da wirklich auch alle mitgenommen werden sollen, dass es halt nachhaltig ist und dass es halt auch ein Thema ist, dass das wichtig ist und jetzt gerade in diesen Zeiten uns auch nochmal viel wichtiger begegnet. Ich würde aber, weil wir gleich schon hier auf 6 Uhr zugehen, abschließend einfach nur nochmal fragen, was jetzt für dich als nächstes da so ansteht. Also du hast gerade schon gesagt, du machst gerade ein Praktikum im Homeoffice, wirst hier weitermachen, wirst uns auch bei Jugendhakt hoffentlich erhalten bleiben, auch wenn wir gerade noch nicht so richtig sein können. Also ich sage es, wie es ist. Eigentlich wäre jetzt hier nächstes Wochenende ein Event in Köln gewesen. Das ist erstmal verschoben. Die anderen haben wir gar nicht erst angekündigt. Wir sind auch am Überlegen. Ne? Diese Formate sind ein Versuch, über jetzt diese Zeit zu kommen. Wir überlegen uns auch noch andere Sachen. Wir machen in der Online-Community bei uns auch interne Geschichten zum Thema Nachhaltigkeit. Genau nämlich, oh, jemand hat ein Projekt angefangen. Lass es doch nochmal ausgraben und fortsetzen. Ne? Und wir gucken auch natürlich mit Online-Workshops, wie wir immer weiterkommen. Wenn ihr Jugendhakt auf den verschiedenen Kanälen verfolgt, auf Social Media eigentlich immer Jugendhakt hintereinander weg, ob das jetzt Instagram ist oder was weiß ich, Twitter, sonst was, werden wir euch natürlich informieren, was wir da für neue Sachen haben. Einige sozusagen für die Leute, die wir uns schon kennen und in der Community sind, gleichzeitig aber auch für Leute, die halt von draußen drauf gucken, wie in diesen Streams. Also wir sind weiterhin so ein bisschen dabei mit neuen Ideen, um die Jugendhakt-Idee und auch alles, was damit zusammenhängt, und Open Data ist da ganz wichtig, in die Welt rauszuposaunen, weil wir immer noch wollen, dass die Welt mit Code verbessert werden soll, auch wenn die Welt gerade ein bisschen komisch ist. Julia, was würdest du sagen, wie kommen wir über diese nächsten Wochen und Monate? Ach, ich glaube, wie gesagt, auch was ich gerade gesagt habe, diese Räume, das ist auch so ein Herzensthema quasi von mir, was mich immer wieder beschäftigt, wo kommen Menschen zusammen und sprechen irgendwie miteinander. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass wir es halt irgendwie schaffen, im Gespräch zu bleiben und die Ideen, die halt man so mal zwischen Tür und Angel
loswerden würde, dass man die vielleicht irgendwie es schafft, irgendwie digital auszutauschen. Wir haben ja unseren tollen, selbst gehosteten, unsere Community-Plattform, wo wir als Jugendhakt miteinander chatten. Dann gibt es natürlich die sozialen Medien, wo man schauen kann, was man davon hält. Dann gibt es aber auch noch solche freien sozialen Medien, wie zum Beispiel Mastodon, wo man einfach mal ausprobieren kann, was sind dann irgendwie auch andere Kommunikationsformen, wie man zusammenkommen kann. Es gibt total viele Videokonferenzen. Ich glaube, gerade ist es auch ganz gut, einfach wenn man Ideen hat, die mal irgendwie in die Welt zu posaunen und zu sagen, hallo, ich hatte da eine Idee, finde ich vielleicht irgendwie Mitstreiter und dann mal schauen, sowas wie wir machen, vielleicht einfach irgendwie im kleinen Freundeskreis zu fünft oder zu sechs oder uns mal fragen, wir können ja auch sonst nochmal irgendwie im kleineren Kreis Dinge besprechen. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Möglichkeiten, Augen offen halten und dann wird das schon. Genau, folgt uns auf diversen Medien, folgt Julia auf diversen Medien, wir verlinken sie einfach noch. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast, über Open Data, aber auch über das ganze große Ganze, sag ich mal, zu reden. Ja, dafür immer noch. Ich hoffe, also ich habe mich echt gefreut, als du gesagt hast, du machst ein Praktikum in Berlin, jetzt sind wir doch am Videocallen und naja, aber so ist es jetzt einfach über uns gekommen. Wenn alles gut geht, vielen Dank, Julia, sehen wir uns. Ankündigen über alle unsere Medien in der Jugendhack-Community, aber auch über diese ganzen Social-Media-Geschichten, die wir gerade erzählt haben. Jugendhack.org ist unsere Webseite, auch immer eine gute Idee. Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke euch auch, wenn ihr gerade zu einer ganz anderen Zeit zuguckt, dass ihr euch diese Konserve rausgeholt habt. Und freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Das war der Jugendhack-Community-Talk Nummer 1. Und wir sehen uns bald wieder. Ich bin Philipp. Ich danke sehr Daniel, der die Technik gemacht hat, meiner Kollegin Julia, die im Hintergrund die Fragen sortiert hat. Und dir, Julia, die andere Julia. Wir haben zwei Julias. Ich meine, vier Leute sind hier beteiligt und zwei haben denselben Namen. Pech. Aber vielen Dank an euch alle und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.